Morgen, ihr Lieben. 7 Uhr, Samstagmorgen. Heute ist der Tag der Tage. Der Magni mit dem Fellaggregat, ich glaube von Kingshofer, kommt und knipst mir 5 Pappeln runter. Und ich habe hier zum Aufarbeiten die 592 Husqvarna, dann auch im ersten Einsatz. Hulk kommt mit, damit das Stammholz abgefahren werden kann. Der Vario kommt mit. Und der berühmte Trailer mit den Aufbauschottern kommt mit. Ich will in den Trailer und in den Vario reinhäckseln und in den Hulk das Stammholz reinpacken. Und dann nimmt der Hulk später den Hacker mit zurück, wenn der Vario kippen fährt. So ist der Plan. Ich bin gespannt auf den Magni. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich will versuchen, euch ein interessantes Video zu machen. Ich muss natürlich nebenbei auch ein bisschen arbeiten. Da läuft schon der Vario. Jetzt mache ich noch den Hulk an. Dann kuppel ich alles an. Da die Jungs ja keinen Bock mehr haben, samstags zu arbeiten in der Saison. Bei dem anderen Baumdienst ist Samstag ein ganz regulärer Arbeitstag. Hat er mir gesagt im Gespräch. Habe ich mir den lieben Carsten eingekauft heute zur Hilfe. Und Anna Caroline ist auch da. Anna Caroline darf ja LKW fahren. Alter, springt, genau. Spring an. Und der Carsten kann mit der Kettensäge umgehen, sodass ich heute Unterstützung privater Natur habe. Ihr Lieben, da steht das gute Stück für heute. Und da ist auch der Rest der Truppe. Na, guck mal, ist das nicht entspannt? So, der Magni wird in Position gebracht. Ja, André Bischoff, eben auch ein sehr bekannter Seilkletterer bei uns aus der Gegend, zum Glück aus dem Oldenburger Raum, sodass wir uns nicht in die Quere kommen. Ja, der hat eben sein Spielzeug mitgebracht. Ne? Wir hatten uns auch noch drüber unterhalten, warum ich sowas habe und er sowas. Und wir sind der Meinung, das ergänzt sich gut. Ne? Ich kann halt 80 km/h fahren, bin ich auf den Tieflader angewiesen und habe Abfahrkapazität. Er hat eben Tragkraft und ja, und auch Reichweite, ne? Also das ist jetzt nicht der kleinste Magni. Ja, sehr geil. Ich freue mich tierisch. Ich weiß, dass meine Freunde vom Westfall Service auch einen Magni sich damals gekauft haben. Also viele liebe Grüße auch an Stefan und Christian Westfall. Habe ich früher sehr, sehr gerne als Subunternehmer auch gearbeitet. Ne? Coole Truppe, gute Jungs. Ja, leider schaffe ich es gar nicht mehr, überhaupt noch irgendwo als Subunternehmer zu arbeiten. Ne? Aber das wird geil. Wenn das Ding jetzt abgeladen ist und das Greifaggregat da dran, dann rocken wir das hier, denke ich. Moin, moin. So, es geht los. Fahrzeugaufstellung nimmt auch langsam Form an. Hand in Hand zu arbeiten. Er legt hin, ich hau direkt hier in den Hacker rein. Alles, was kein Brennholz wird, ne, damit wir einfach Prozess machen, damit es schnell geht.
haben jetzt gerade das Stück mal von Hand gesägt, wie man sieht, ne? Der Greifer hat mittig gepackt. Ich habe hier mit der 592 XP gesägt. Und der Carsten arbeitet jetzt den Stamm ein bisschen auf, während wir hier gleichzeitig mit dem Wärmer dann das Holz auch wegpacken. Sehr, sehr cool, ne? So funktioniert das auch. Ist ähnlich dann wie beim Hulk. Der Greifer greift und der Säger sägt. So, jetzt können wir den Reststamm da auch gleich, kann er oben packen. Und dann können wir den wegbringen. Ihr seht, der Baum ist ganz schön fratte. Das war also eine gute Entscheidung, dass er wegkommt. Ja. Und da liegt jetzt schon mächtig amtlich Stammholz. Die fleißigen Handwerker wuseln. Das Auto ist auch gleich schon voll. Ist der Magni schon mal einmal reingefahren, weil er natürlich mit den Gewichten sonst gleich auch am Ende ist. Der Greifer kann 2,5 Tonnen und dann geht es hier weiter. Ja, wer so sagt, hat noch viel vor. Ich war gerade kurz mal im Container, habe das Holz noch ein bisschen mit kaputt geschnitten, dass wir mehr reinkriegen. Hier ist alles soweit weggehäckselt, müssen wir gleich nur einmal pusten. Es liegt jetzt alles nur auf Stammholz hier. Das ist sehr gut. Da geht es schon an der großen Pappel fleißig weiter. Das ist auch sehr gut. Ja. Und ja, ich versuche halt zwischendurch auch immer ein bisschen zu filmen und Fotos zu machen, was schwierig genug ist. Aber ich gebe dir mal die andere Kamera, weil mit den Videos kann ich ja nichts werden. Die kriege ich ja bei YouTube nicht eingefügt. Aber alles schick. Höp, kannst du Stereo filmen. Ja, sowas ist natürlich schöner als bei meinem, ne? Weil er die. Aber viel länger als bei meinem sind die auch nicht, oder? Das Einzige, was ich meine, dass er schneller ist, ne? Also vom Greifen und Runterlassen. Er kann einfach nur runterlassen, ne? Und der hat ja auch nur 2 Bewegungen so ungefähr. Ja, okay, ja. Gut. Ja, und der Kopf kann halt ganz anders anklicken.
Kopf kann das Ganze noch anklingen. Aber die anderen Bäume schaffst du heute auch noch. Problem, wir kriegen halt Schwierigkeiten mit Abfahren. Ne? Nur Hexe, also eigentlich muss, also es muss zumindest heute Abend alles auf dem Weg sein. Ah, diese Seitentorsion mag er dann auch nicht, ne? Das merkt man jetzt wohl. Ich habe mal gedacht, nur im Hals sitzt richtig Bewegung drin, aber ne. Ja gut, das sind unheimliche Hebelkräfte, die oben wirken, ne? Das ist wie bei uns auch. Ah, er dreht weg. Okay, er dreht weg. Was ich krass finde, weil eigentlich sind das noch keine 2,5 Tonnen. Ja, gut, mit den aber der Hebel, genau, der Hebel. Gucken hier nicht, dass hier einer unbefugt reinkommt und ich habe immer die Karte im Blick. Der Hebel, der Hebel. Mhm. Das? Alles gut. Hier ist der Popstar. Ja. Das und das. Ja. Also würde ich sagen, ja, wir dürfen das Filmen zwischendrin nicht vergessen, auch wenn hier gerade eine arschteure Maschine auf Baustelle ist und hier ganz, ganz viele Leute rumwieseln. Kurzes Feedback übrigens für 5 zur 5,92. Ich will so eine Säge haben. Alter, das Ding ist ein Biest. Also, es ist echt ein Biest. Die ist da durchgeflogen oben, als ich gerade im Container am Sägen bin. Alter Vater. Böses Gerät. Böses Gerät, die 5,92. Ja, Nachteil an einem Fellkopf, ne? Wenn es klemmt, Säge raus, Säge wieder rein, Säge raus, Säge rein, kenne ich auch mit meinem, ne? Aufrichten und so, ne? Dann ist, da kannst du halt auch so eine Maschine auch nicht jeden loslassen, ne? Darum arbeite ich auch so ungern mit meinem Fellkopf, sondern lieber mit Kletterer anschlagen und abschneiden, ne? Dann weißt du nämlich auch, dass ab ist. Und, ja. Fabian! Du weißt ja, Menschenopfer machen mich nervös. Ich sag, Menschenopfer machen mich nervös. Da kommst du gar nicht so hin, wenn du... Nee, auch funktioniert aber echt gut mit dem Schnappi. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich sage, ich arbeite ungern mit unserem Fellkopf. Ne? Aber er kann es halt ganz anders manipulieren, halten und drehen. Ne? Nun muss man natürlich sagen, der Fellkopf ist natürlich auch einiges größer und schwerer wie meiner. Du kannst nur kippen, oder ne? Oder kannst du so aufdrehen? Ja, aber nicht mit solchen Lasten drin. Nicht mit, weil, ja gut, dafür ist meiner ja auch ein bisschen, ja, ich habe zwar diese Total Tree Control, aber wenn ich so lange Stücke nehmen würde, wird er einfach, da kriegt er nicht gehalten, weißt du? Guck mal, er legt euch das da sogar raus. Das ist ja lieb. Jeder hat sein eigenes Spielzeug, ne? Ja, und ich muss auch nicht alles haben. Ich weiß, was ich für meinen jeden Monat zur Bank schleife. Ja. Wenn ich so einen dann noch bei habe, vor allem, der hat zwar 40 km/h, aber so wie jetzt solche Entfernungen wie heute, guck, dann kommt er auch auf den Tieflader, ne? Dann hast du einen LKW hier, hast du die Maschine hier, dann, das Problem dann müsste ich auch ganz anders noch Aufträge also, und... Das ist so, nur mit den Reifen ist das aber auch so, bei 40 km/h, bei der Last, da meinst du, wie oft neue Reifen brauchst. Ja, und das ist natürlich auch für die Hydraulikantriebe in den Motoren nicht so toll, wenn du mit 40 km/h da irgendwie 100 km über die Straße fährst. Das ist auch so. Ne, ich sag mal so, im Umkreis von vielleicht 20 Kilometern, so Westoverledigen, Rauder Feen und so, das mag wohl noch gehen. Aber, also ich würde das Ding wahrscheinlich grundsätzlich auf den Tieflader packen. Aber das ist natürlich genau das, was Grünwert auch schon mal gesagt hat, dann hast du die Rüstzeiten. Ne? Darum haben die sich ja so ein Aggregat bloß von Westech, aber im Prinzip das gleiche, also vom Funktionsprinzip her, ne? Ja. Haben die sich ja an so einen Kran bauen lassen, wie ich da habe. Ne? Dafür kann das Auto dann nichts anderes mehr. Ich kann jetzt so wie heute wenigstens noch Stammholz abfahren und so, ne? Oder Hackschnitze könnte ich abfahren. Ja. Und wenn du natürlich so ein Aggregat da dran hast und das Ganze dann nur noch Kran ist und auf Ladefläche und dass du nicht an- und ab, das nervt mich bei meinem ja so, ne? Die An- und Abbauerei. Ich kann das Aggregat nicht dran lassen. Und das jedes Mal 20 Minuten anbauen, 20 Minuten abbauen, dann bist du wahnsinnig, ne? Das ist so. Und dann kann ich, wie gesagt, so ein Hebel, das haben wir ja versucht, dann klappt meiner einfach weg, ne? Und diese Torsionskräfte sind natürlich auch für meinen Kran nicht so toll. Nein, wenn da so ein 10 Meter langer Ast einfach so in den Kran reinpendelt. Ja, schiebt er dir so über die Hydraulikstauräte weg. Findet der so semi-gut. Ja. Container voll oder was?
Das ist gut. Halb 10 Frühstück. Uiuiuiui, der ist von der Reichweite her und alles. Das Ding ist absolut geil. Auch Geschwindigkeit ist total toll. Und du brauchst eben keinen Kletterer reinsetzen und nichts, ne? Kannst so abschneiden und. Weil wir dort wohl schon festgestellt haben, jetzt mit seiner Geschwindigkeit, der bewegt sich eigentlich nicht schnell. Aber du kannst mit drei Mann nicht gegenarbeiten. Nein, das ist das. Das ist bei uns aber auch. Also das ist bei Kranfällungen allgemein. Eigentlich brauchst du einen Hacker, der die ganze Scheiße am Stück frisst. Und dann Schubboden-LKW daneben. Bei der Größe wird es mit dem Hacker schon schwierig. Boah, Jens Cobra und dann Schubboden-LKW. Dann passt das. Du hast mal ballern musste. Weiß er. Handgas zweimal rum, ne? Ja. Nee, das ist schick. Das war eine gute Idee. Das war eine sehr gute Idee. Ich glaube, da werde ich auch definitiv noch öfter mit zusammenarbeiten. Der Transport ist zwar, wie gesagt, ein ganz schöner Packen, aber wenn du das Ding einen Tag lang auslastest, dann musst du den Transport einfach auf die ganzen Baustellen umlegen. Ich wollte gerade sagen, so, das geht ja um ganz Sinn schneller. Ja. Da verdienst du ja viel mehr Geld sozusagen an der Zeit, die du sparst. Ne? Nö, letzten Endes hältst du weniger über, weil du ja von dem Auftrag ein gutes Stück abgibst. Ne? Aber ich habe einfach das Problem Zeit. Ja, weißt du, ich kann mich hier nicht drei Tage in dem Scheiß festhalten. Das muss in einem Tag erledigt sein. Meine ich, wenn du die zwei Tage nämlich jetzt sparst, dann kann ich das da rein andere Aufträge machen, genau. Weil du willst letzten Endes ja auch zu viele Kunden. Es geht manchmal gar nicht ums Geld verdienen. Ne, hier war auch ein Autokran und alles. Hier setzen wir definitiv zu, weil wir den einen Tag nicht arbeiten konnten und den anderen Tag nur einen Baum geschafft haben von vier. War ja nun Hunde und Katzen und alles am Regnen und Sturm und Scheiße. Ja. Das ist ein Auftrag, da verdiene ich kein Geld mehr. Aber ich habe einen zufriedenen Kunden. Der Auftrag ist fertig. So. Ja, und der empfiehlt dich weiter. Und der empfiehlt dich weiter. Fertig. Gibt Kaffee oder was? Gibt Kaffee oder was? Du trinkst auch gar keinen Kaffee. Aber ihr. So, ich drehe mal eben um und fahre rein. Die Anna Caroline pustet schon mal. Ja, der Hulk hat das Stammholz gleich so gut wie alles drinne. Ja, wie gesagt, jetzt waren wir sauber. Carsten fährt Wehrmeer. Und ich fahre jetzt rein und hack den Scheiß da weg. Viel wie hier halt noch reingeht. Wir holen auch gleich den Trailer rein und dann wird das schon. Ja, die Kamera war ein bisschen im Auto zu laden. Wir stehen jetzt hier, häckseln noch wieder ein bisschen in den Vario. Ein bisschen was geht noch rein. Wir fahren gleich zurück, wenn hier hinten sauber ist. Der Baum ist soweit nackig. Ja, wir wissen noch nicht so genau, wie wir mit dem Stammholz angehen, aber ja, es ist wie es ist. Und ja. Also der ist soweit nackig, der passt da drauf, mit denen müssen wir dann halt gucken. Wir häckseln dann gleich den Trailer. Der Wärmer fleißig wegrumpelt, müssen wir auch gucken, dass wir es wegkriegen, aber wir müssen auf jeden Fall jetzt den Trailer holen, sonst läuft uns das gleich aus dem Vario wieder raus. So ist es. Ja, sind schon ziemlich nackig. Viel zu hacken ist zum Glück nicht mehr, außer jede Menge Efeu-Scheiße gleich. Ja, die Preise sind im Moment pervers. Das stimmt. Gut. So, legen wir den hin, schieben den Scheiß in den Hacker. Ja, da haben sie verbogen. Haben sie nicht drauf geachtet, der muss eigentlich immer drunter sein. So, und der war nicht drunter, der war davor. Und da haben sie so lange gebogen, bis er trotzdem zugeht.
Der Chef noch selber vom weltbesten Döner-Service. Nicht nur Döner, auch indische Gerichte. Albi. Mittags eigentlich kein Lieferdienst, ne? Und der Chef kommt selber raus. So, das wollte ich hören. Sehr geil. Einmal das Essen für euch, Leute. Ja, traumhaft. So, los geht's. Jo, ich zahle dich heute Abend, ist das okay? Wenn Baustelle fertig ist, komme ich bei dir lang. Gar kein Ding. Sehr schön. Falls noch einer mal fragt, ob er Stammholz kriegen kann. Nein, ich bin immer froh, wenn ich die Scheiße nicht mitnehmen muss. Also das ist hier liegt noch ein Container voll Stammholz. Ne? Locker da. Das nochmal irgendwie locker ein Container voll. Ja, das hält nur auf. Ne? Das kostet Zeit und Nerven und Diesel, den Scheiß abzufahren. Ja? Aber naja. Joa. So, wir haben hier lecker Kaffee gekriegt. Und wir haben natürlich auch Döner gegessen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt geht's hier um die letzten Bäumsken. Ja, letzte Baum. Der da kommt zwar auch noch weg, aber den schmeißen wir hier aufs Gemüse drauf. Ja.
Das ist natürlich, wenn die so verwachsen sind, ist das natürlich echt scheiße. Weil die Schiene natürlich rauskommt. Ne? Das hat der Gierking-Kopf ja auch. Er nimmt beide auf einmal. Das mag vielleicht sogar funktionieren. Das ist aber natürlich ganz schöner Hebel. Oder überlegt er sich das nochmal? Ja, müssen wir gucken. Also ich würde auch den vorderen einfach abbrechen, den dünnen, um dann an den hinteren dran zu kommen. Ja, oder zu zweimal, ja. Weil die Säge kommt natürlich raus, ne? Und dann habt ihr das Problem, dann, ja. Aber macht er gut. Ja, sehr schön. Haben wir soweit aufgeräumt. Ha, Hanna Caroline! Bei der Konkurrenz! Ich kann nicht nur in Naturalien bezahlen. Okay, dann überlege ich mir das nochmal. Auf jeden Fall hat er das schönere Auto. Also zumindest moderner. Ob schöner? Da fährt die Anna Caroline das Auto vom André. Ja, nee, sehr geil. Also hier, das war gerade natürlich Scherz mit Konkurrenz. Ne? Erstmal wohnt er ganz woanders. Wie gesagt, Oldenburger Raum. Das kommt, glaube ich, nicht von uns. Ich habe unseren Kram zusammengeknirscht. Also er ist ja aus dem Oldenburger Raum, wir sind hier. Ne? Das heißt, wir kommen uns eigentlich nicht ins Gehege. Habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Es ist, ich bin so ein Typ. Ne? Ich bin so bekloppt. Ne? Wenn ich eine Anfrage aus Oldenburg kriege, dann rufe ich natürlich erst bei den anderen an und sage, haben die euch gefragt? Wenn ja, gehe ich drüber. Ist so. Ne? Das hat auch nichts mit Preisabsprache zu tun oder so. Ne? Sondern dass man greift einfach jemand anders nicht in den Kühlschrank. So, die Bäume sind weg. Den Rest kann ich so werfen. Da liegt ein riesengroßer Haufen Scheiße. Da kümmern wir uns aber. Das ist ja das Gute. Der Scheiß muss ja immer bis zum Februar nur liegen. Nein, das räumen wir natürlich jetzt auch noch zeitnah auf. Klar. Aber da könnt ihr mal sehen, ne, mit so einem Schnappi ist das ja nochmal eine andere Geschichte wie mit dem Autokran. Ne? So, das also erledigt. Hier geht es jetzt auch ums Letzte. Gepustet ist. Jetzt nur noch einmal den Hacker raus, gleich mit dem Hulk. Den Vario raus mit dem Dreiachsanhänger mit Aufbauschotten. Die Container. Oh, den Container zu, ganz dringend. Die Anna Caroline fährt immer noch mit dem Auto voller Konkurrenz rum. Die packen wir mit in den Hacker, sonst hinten in die Klappe. Die passen da nicht mehr mit rein. Die nehme ich auch vom Kippen sonst nicht runter. Ich habe den Hacker hier hinter den Hulk, wie man sieht. Wir sind fertig. Die Bäume liegen. Bischof macht sich auch gerade wieder auf den Weg. Kurz nach drei. Ich glaube wohl, ne? Kurz nach drei. Ja, 10 nach 3. Das passt. Hier liegt noch jede Menge Mist, der abgeholt werden will, aber das machen wir ein andermal. Ha! So, wir sind dann jetzt gleich auch wieder auf dem Platz angekommen. Ruby steht da. Der Vario steht hinter mir. Wir stellen jetzt einmal den Hacker ab. Dann fahren wir den Vario und den Trailer leerkippen. Und dann müssen wir ja den Hulk irgendwie noch leer kippen. Entweder heute oder spätestens morgen oder wie auch immer. Ja, so ist der Plan. Der Plan ist gut. Wir sind wieder bei meinem Kollegen, Kameraden Alex angekommen. Kippen dann jetzt die Hackschnitzel hinten. Als Ausgleich dafür, dass wir ihm gestern 40 Kubikmeter Scheiße auf den Platz gekippt haben. Also ungehäckselte Äste. Oh ey, das tut mir eigentlich auch echt leid. Ne? Also wie gesagt, dass wir den Hacker nicht mitnehmen, passiert mir definitiv nicht nochmal. Aber er tut's. Aber er will wohl. Und dabei sind wir nicht mal ganz voll. Ja, so ein 4 Hektar Platz, ne? Also das ist schon so ein Männerparadies hier, ne? Aber bin halt ein armer Baumpfleger. Ja, zu früh gefreut, ne? Er kriegt es nicht gekippt. Ist immer dasselbe. Ist so die Schnauze voll, ey. Nächsten Anhänger, den ich krieg, hier, Nebenantrieb, ne? Ölabtrieb vom Vario, zack, direkt dran, Arschlecken. Stopp! Ja, wir haben jetzt gekippt. Und sind auf dem Rückweg zum Hafen, dass wir den Wehrmeer da wegholen. Den möchte ich da ungern über Wochenende stehen lassen. Dann fahren wir gleich noch, wahrscheinlich je nachdem wie es zeitlich passt, zum Karsten und kippen die Ladung Holz ab. Und da
dann muss ich noch zum Daniel meinen Deckel bezahlen. Ist der bescheuert? Durchgezogene Linie, Gegenverkehr von vorne. Wahnsinn, ne? Fällt dir nichts so ein. Und hier ist 70 und wir fahren? Ich hatte 80. Du hattest 80 drauf. Also 10 km/h zu schnell, absolutes Überholverbot, durchgezogene Linie. Ich war schon 10 km/h zu schnell. Ich muss sagen, du warst schon drüber und er muss noch überholen. Wie gesagt, über eine durchgezogene Linie mit überhöhter Geschwindigkeit. Sauber. Super Beispiel. Steht auch der Name auf dem Firmenbulli. Ich würde meinen Leuten was an den Hals hauen, ne? Das ist ein schlechtes Aushängeschild für eine Firma. So fährt man nicht. In Amerika haben da überall die Autos draufstehen, ne? How's my driving, ne? Also, wie ist mein Fahrstil? Und dann Telefonnummer drunter, kannst du beim Chef anrufen. Naja, weil, wie gesagt, schlechtes Aushängeschild für die Firma. Gut. Ja. Also, und dann haben wir ja morgen früh ganz normal Besichtigungsrunde. Wir müssen uns aber auch noch irgendwas zu essen schießen. Und ich muss meinen Deckel beim Daniel noch bezahlen. Also mal gucken, wie wir das heute Abend alles regeln. Irgendwann möchten wir ja auch Feierabend haben. Ja, Büro müssen wir dann eben auf morgen verschieben oder so. Aber da seht ihr mal, ne? Ihr fragt euch ja immer, wie meine langen Tage zustande kommen oder wie meine Wochenarbeitszeiten zustande kommen. So kommen die zustande, ne? So, wenn man mal guckt, hier heute auch wieder, ne? Ihr habt mal gefragt, welche App wir benutzen. Übrigens bin ich bei diesem Monat bei 255 Stunden, was noch relativ wenig ist. Und ich bin heute mal eben wieder 10 Stunden und 10 Minuten im Einsatz. Und ich habe heute relativ spät eingestempelt. Ich habe nämlich erst in Papenburg eingestempelt. Ich hatte nämlich vergessen einzustempeln, deswegen habe ich auf der Baustelle eingestempelt. Ja, aber es sind jetzt mal eben wieder knapp über 10 Stunden reine Baustellenzeit. Joa. Ne? Also, Work-Life-Balance bei den Selbstständigen sieht irgendwie anders aus wie bei den meisten anderen Leuten. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War eine interessante Geschichte mit dem Magni. Das war das erste, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Ich denke, der wird noch mal öfter zum Einsatz kommen. Ich muss mir halt nur mit dem Transport was einfallen lassen. Eventuell mir einen Tieflader leihen und den selber fahren. Dann bin ich zwar ein bisschen zu lang, aber das meiste ist Autobahn und obwohl man kann auch gut Landstraße fahren. Aber mal schauen. Also wie gesagt, feines Spielzeug. Hat super geklappt. Möchte mich da auch noch mal ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Und wie gesagt, dadurch, dass Oldenburg und Westoverledingen ein gutes Stück auseinander liegen, kommt man sich da auch zum Glück nicht gegenseitig ins Gehege. Ich habe zwar auch Kunden in Oldenburg, das sind aber alles langjährige Stammkunden. Also das sind dann auch immer nur vereinzelte Aufträge. Das fällt nicht ins Gewicht und ich weiß, der André ist ab und zu für Stammkunden auch hier in der Gegend. Aber wie gesagt, das passt schon und ist auf Augenhöhe miteinander statt gegeneinander. Weil letzten Endes kann man so auch viel mehr erreichen, wenn man sich nicht gegenseitig das Messer an die Kehle setzt, sondern jeder in seinem Bereich einfach sein Ding macht. Ja, damit ist der Auftrag vom Hafen fast abgearbeitet. Es wird dann nochmal ein Video vom Stammholz der Eichen kommen, vom Stämmefällen von den Eichen und vom Hacken. Bin schon wieder ein bisschen müde. Wie gesagt, sind lange Tage. Das Video schneiden und alles muss ich ja auch abends nach dem Büro und alles machen. Es ist jetzt 23 Uhr und 18 Minuten. Morgen früh um 5 klingelt wieder der Wecker. Aber naja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich habe versucht, ein bisschen Schnelldurchlauf immer mit einzubauen, damit es nicht so lang wird. Und deshalb möchte ich jetzt auch mein Gequatsche begrenzen, damit das Video wieder deutlich unter einer Dreiviertelstunde für euch ist und damit auch leichte Kost, was die Watchtime angeht, damit ihr auch ein bisschen was vom Tag habt und nicht irgendwie hier einen 3-Stunden-Blockbuster angucken müsst. Also ihr Lieben, demnächst, wie gesagt, wieder mehr baumlastige Videos, aber auch hier und da zwischendurch mal einen Vlog. Ich würde euch, wie gesagt, auch gerne an unserem Tag im Marinemuseum teilhaben lassen, weil das war auch echt schön. Und es war vor allem mal ein spontaner Tag, wo wir, ja, zwar Büro gemacht haben, aber eben auch mal 3-4 Stunden für uns hatten. Was zwar eine kurze Auszeit, aber dennoch eine sehr willkommene Auszeit war. Goodie! Dann sehen wir uns am Mittwoch wieder und am Sonntag auch wieder.